Und damit herzlich willkommen zu Folge 6 von The Evil Within. Ja, Leute, Sebastian und ich, wir sind hier in der Garage. Außen hören wir es schon wieder motzen. Denn da sind ganz viele Zombos unterwegs. Und ich vermute, dass das von dem Platz da draußen kommt. Was hast denn du ausgerüstet? Aha, du hast auch gar nicht nachgeladen. Anscheinend. Prima. Okay. Okay. Hier wird jetzt halt echt die Hölle los sein. Hör zu. Kannst du nie. Immer. Schweine, ey. Wir waren noch nie da, als ich hier reingegangen bin. Das könnt ihr mir doch nie erzählen. Mal leise auf. Guck mal. Mit denen mal irgendwie mit dem Schleichangriff wegkriegen. Okay, er lunzt. Okay, er kommt auch. Scheiße. Scheiße. Okay, hier kommt er anscheinend nie rein. Das ist ja witzig. So eigentlich noch eine Axt? Sieht so aus, ja. Dumm. Ja, wieder dort. Okay, ich warte, bis der vielleicht so ein bisschen mal um die Ecke gegangen ist. Ich kann nur leider nicht gucken, Leute. Ja, der kommt nämlich sofort hierher gerannt. Die Sau. Wo kannst du jetzt mal hier schnell in den Busch? Buschi, 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 Busch, Busch. Guck, hier ist eigentlich eine gute Stelle. Oh nee, ich bin so doof. Scheiße. Oh Mann, ey. Glaub's nicht. Hallo, du kommst hier nicht rein. Hallo. Hallöchen. Ja. Gott, ist doch gerade noch inner lang. Ich muss bei den Dingern besser aufpassen. Ja, Sebastian. Das haben wir doch alle gewusst. Ist okay. Das ist echt nett vom Spiel. Ich wundere das auch, dass die hier die Tür nie aufreißen. Ah, jetzt sehen wir den Arm noch durchglitschen. Richtig gut. Das ist scheiße, Gott, ey. Aber genau so würde ich das auch machen. Schön immer im Haus drinnen bleiben. Wenn ich in dem Setting wäre, ich würde auch nie lange überleben. Ma, gehst du dann auch mal wieder? Oder wie machen wir es denn? Nee, der hat sich da jetzt festgeklitscht, Leute. Guck mal, ob du hier rauskommst, obwohl mir das hier gar nicht so recht ist. Das ist nämlich schön laut, die Nummer. Richtig super. Aha. Naja. Das ist ja großartig. Erst und Scheiße. Oh Gott. Guck mal, wie du das am besten machst hier. Natürlich scheiße, dass der da hinten jetzt rumlauert. Krieg ich den nie?
der dahin ist. Mal da hinten. Ich weiß nicht, ob der mich sieht. Ich trau mich nie. Okay, vielleicht. Kommst du hoch? Das wäre richtig super, wenn du mal herkommst jetzt, mein Freund. Ah, und jetzt vielleicht kann ich dir ja nochmal hier eine hinballern. Ja. Scheiße. Komm, sonst wird das nie was. Okay, der hat mich jetzt natürlich. Das wissen wir ja alle. Okay. Ach, im Himmel, Scheiße, scheiße, ich hätte ihn treten können. Oh Gott. Oh mein fucking Gott. Oh, das ist scheiße. Okay, du kannst nicht springen. Scheiße. Nein. Scheiße, Leute, was ist denn das? Was mache ich denn bitte auch? Oh mein Gott. Oh nee. Gott, das ist peinlich. Voll in der Panik, ey. Unfassbar, wirklich. Ja, ach, dumm, ey. Oh, ey, da kannst du dich wirklich vorbereiten, wie du lustig bist. Dir alles nichts helfen. Oh, scheiße. Sau, ey. Die dumme Sau. Nimm gleich mal die Shoddy jetzt. Oh, irgendwann musste das ja mal passieren. Scheiße, ey. Und ich will hier leise spielen, ey. Ich lach mich tot, wirklich. Unfassbar, was sich hier abspielt. Und ich hab halt natürlich... Ich hab natürlich den Moment verrasselt, wo ich den hätte wieder wegkicken können. Mit meinen tollen Bolzen. Ich dumm, was ich da schon wieder gemacht habe. Ja, dahin will ich mal noch nie hin. Alter Schwede. Alter Schwede. Viel zu panisch. Wirklich unfassbar. Wo ist dieser eine Zombie jetzt hin? Der mich hier verfolgen wollte. Nix. Wahrscheinlich hier, oder? Da hinten. Ja. Mal da hinten? Raucht so komisch. Okay,
Okay, wenn jetzt hier was passiert, huste bitte ab, Sebastian. Komisch, dass hier keiner ist. Auch gar nicht. Da ist noch eine Statue, sehe ich gerade. Okay. Da muss auf jeden Fall auch irgendwas sein. Diese Auto-Sache. Habe ich mir nämlich gemerkt. Zu dir? Sebastian. Bitte. Okay, geh hier runter und mach's es so. Ja, super. Uiuiuiuiui. Ich sollte mir eigentlich die Schockbolzen, glaube ich, auch aufheben, ne? Für diese. Die andere Nummer. Also für diese Verteilerkästen, von denen ihr immer geredet wird. Okay, da war ich drin. Da ist dieser Kackbereich, wo die ganzen Zombies sind. Die mir alle noch auflauern. Oh Gott. Guck erstmal hier durch. Ob sich hier irgendjemand mitbekommt. Anscheinend näher. Da hinten ist was. Scheiße. Wie soll ich Vorräte besorgen, wenn jedes Lager von diesen Dingern überrannt ist? Das sollte genügen. Da kommt ihr nicht raus, ihr Wichser. Scheiße. Wie soll ich Vorräte besorgen? Da muss ich auf jeden Fall hin. Das hab ich. Und da hinten muss anscheinend auch noch irgendwas sein. Okay, ja. Nee, nee, bleib mal bitte in der Hocke. Und vielleicht kriegst du das ja hin, dass du die Kisten hier machst. Da ist er. Okay. Sieht er mich von hier? Boah, den hätte ich halt so gerne erledigt, ne? Und eigentlich könnte ich den ja jetzt auch erledigen, weil der andere Dude ja auf jeden Fall weg ist. Würde ich sagen. Okay, ja. Ich probiere das jetzt nochmal, Leute. Ich weiß nicht wie. Jetzt könnte das klappen. Kannst mich nie gesehen haben. Jetzt bitte aufpassen. Ich warte noch mal, bis der hier reingeht. Bleibst du nur stehen? Jetzt! Nein! Oh nein! Keine Muni. Um, Alter. Scheiße. Alter. Verdammt, ey. War so ein kurzes Zeitfenster. Oh, Gott im Himmel. Du, Scheiße. Aber er ist weg. Er ist irgendwie weg. Aber überhaupt nicht so, wie ich mir das gedacht habe. Na, hast den richten, ne? Genau. Okay, Pistolenmuni ist over.
Ich musste ja nur irgendwas für diese PG-Geschichte finden, ne? Für das, ich denke mal, dass das wie eine Sniper ist. Würde ich jetzt mal vermuten. Okay, hier sind natürlich noch Zombos. Jetzt ist da draußen plötzlich einer. Ich drehe so durch. Wollt ihr mich eigentlich rollen? Wo kommt denn ihr bitte her? Ich lach mich tot, ey. Die absolute Verarsche. Oh mein Gott. Okay, du bist dort? Du bist da. Ja, das ist ja super knapp. Was ich mir jetzt denke, wenn ich jetzt schieße, Leute, dann wäre ich diesen Zombo dahin definitiv weg. Das ist doch schon mal absolut klar. Jetzt müsste er wieder zurückkommen, aber er guckt so scheiße. Ich definitiv nicht schaffen werde. Wir wissen es da alle, oder? Okay, und tschüss. Ich bin weg. Ich bin sowas von weg. Ruf jetzt hier. Er ist drin. Er geht wieder raus, weil er dumm ist. Dann mache ich nämlich jetzt. Hallo, ich. Tschüss. Verdammte Scheiße, ey. Wer? Komm her. Jetzt reicht's. Jetzt reicht mir's wirklich. Fuck. Komm her. Kommt ihr alle mal an die Tür jetzt. Tschüss. So, pass auf, der wird jetzt sein Mollo schießen. Naja, Gott noch immer. Beruf, ey. Hast du doch schon wieder die anderen Bolzen? Lass die mal bitte. Ach, je. Was bist denn du? Du trickst mich da aus. Die Sau. Was bist denn du? Ah, ja. Nein. Ich hab'n. Und wahrscheinlich auch nur, weil er jetzt noch Schaden genommen hat von dem Mollo. Okay, ich habe langsam das Gefühl, dass ich nie für diese Schleichgeschichten geeignet bin. Wirklich nie. Okay, kannst du dir jetzt noch mal ein bisschen Muni herstellen, mein Freund? Ich meine, wenn wir jetzt schon mal hier sind. Ach je. Gott, ist das albern. Okay, mach die mal. Wie viel kannst du? Ein. Nein, besser als nichts. Schockbolzen hätte ich jetzt mittlerweile auch gerne. Damit ich nämlich. Diese Verteilerkästen machen kann. Und ich bilde mir ein, dass ich schon ihn gesehen habe. So, wie hast du noch? Uni. Kannst du noch? Es ist nicht viel, ne? Aber ich mach lieber die. Okay. Oh, jetzt brauche ich wenigstens erstmal nicht mehr schleichen, hoffentlich. Uiuiuiui, Leute. Mit dir? Bist erledigt. Nimm mal was in die Hand. Normaler Bolzen. Sehr schön.
Spur. Dieses Gebäude hier hätte ich ja gerne gemacht. In hier. Okay, es ist aber auch kein Auge da. Von daher. Ah, danke. Frage ist. Ja doch, wir kommen ja schon rein, Leute. Lasst uns das doch mal machen, oder? Ich darf in der Eco nicht so nah dran stehen. Oh mein Gott, guckt euch das mal an, was da hinten los ist. Ist ja überhaupt nicht witzig. Hast du noch in der Shorty? 6 Schuss haben wir da noch. Uiuiuiui, Schockbolzen wieder. Bitte wechseln. Ja, das Ding ist, lohnt sich halt auch diese Plätze hier zu machen. Denn hier ist natürlich auch immer ein bisschen Kram, den ich wieder gebrauchen kann. Natürlich absolut klar. Aber hier ist echt die Hölle los. Baut hier hinten einer? Okay, hier oben wird jetzt... Ach, ich will es näher. Gar kein gutes Gefühl, Leute. Okay, irgendjemand macht hier was. Ah ja. Habt ihr das gehört? Okay, die Frage ist... Kann ich den auch da runterlocken? Weil der gefällt mir ehrlich gesagt gar nicht da hinten. Scheiße, ey. Ich soll hier runter, Leute. Oh Gott. Der hat eine ganz komische Art zu glunzen. Müsste mich ja schon lange gesehen haben. Okay, und tschüss. Hallo, Freunde. Da bin ich wieder. Das müsstet ihr da jetzt gehört haben, oder? Könnt ihr mir da nie erzählen. Und hier unten sehe ich gerade was super Interessantes, Leute. Und zwar den Teppich hier. Den Brandteppich. Ich kann die doch bestimmt hier anzünden, oder? Dafür müsste ich aber... Okay, das wird jetzt eine Panikaktion hier, ne? Ist klar. Aber bitte nie reingehen, Sebastian. Das wäre super, wenn du ihn kriegst. Nummer aufmachen hier, die Nummer. Huhu. Okay, einen davon können wir anscheinend machen, oder wie? Oh, moin.
Scheiße. Das ist das dumm. Hallo. Shit. Hoch. Gut, mach dann. Danke. Shit. Oh, nein, ich sterbe. Body. Oho. Das Dumme ist diese dumme Ego-Perspektive und dieses komm mal bitte da hoch. Ich stehe in den meisten Fällen zu nah dran, leider. Und deswegen wird das eine Panikaktion. So, jetzt reicht's. Scheiße, ey. Ich hab das ganz anders gedacht, wie ich das machen will. Leute, das funktioniert nicht so, wie ich mir das gedacht habe. Ah, Gott. Okay, es hat trotzdem irgendwie funktioniert, aber es war natürlich eine richtig knappe Nummer, Leute. Da müssen wir nicht drüber reden. Ich habe schon 10.000 Gel. Bums. Hallo, das haben wir voll. Okay, ihn. Ah, okay. Sollte jetzt funktionieren. Da hätte ich also sowieso reingemusst. Das ist ja prima. Können wir ja wenigstens ein bisschen rumlaufen, Leute. Wie die größten Kings. Vielleicht machen wir jetzt die Bäden da hinten auch noch, damit wir hier komplett alles holen können. Na, aber schon noch 3 Stück, ne? Nur mal so als Info. Geh doch erstmal da reinlunzen, wenn wir das jetzt schon irgendwie oft gekriegt haben. Ich meine, können wir auch auf dem Rückweg noch machen. Vielleicht gibt es ja hier noch was zum Speichern oder so. Geht das auch wieder zu? Nö, das bleibt jetzt auf. Das ist ja überhaupt nicht witzig. Hä? Ja, prima. Ich habe das Licht aber nie angemacht, Leute. War der jetzt automatisch? Doch gar nicht meine Art. Ich weiß schon, dass hier einer ist von euch. Nee, doof. Frag ich so. Was passiert, ey? Und wieder versuchte sie zu schleichen. Was soll das denn? Okay, hier ist ein Fass, Leute. Ja, ich kann diese Pässe auch benutzen. Alles klar, so kriege ich das schon mal. Alles ist da was. So, guckt mal, ich will halt immer. Hier kann ich jetzt wiederum auch nie hoch. Stehe. Mit dir eigentlich. Okay, kommen wir hier wirklich nie hoch. Sieht mir aber danach aus, dass wir das könnten. Ja, so. Okay, nee, das geht einmal näher. Okay, dann wird halt auf dem Rückweg, wird dann hier die Party losgehen, ne? Ist klar. Da ist irgendwie nix. Das weg? Ja, wahrscheinlich mit einem Messer, oder? Mal näher ran? Hä?
Wie habt ihr euch das vorgestellt? Das kriege ich ja nie auf hier. Tue. Okay, ich komme ja sowieso nie rein. Und das geht wirklich näher? Weil das sieht man, da ist da nur Holz. Und warum leuchtet die Taschenlampe hier so hin? Okay, ich brauche da anscheinend noch ein Schlüsselchen, Leute. Echt? Kümmere ich mich halt erstmal draußen um die Dudes. Und wenn mal bitte nicht so. Kannst du auch normal laufen. Uni, geil. Will ich gleich nachladen? Das ist Schwede, ey. Okay. Gehst denn du hin, sag mal? Okay, ja, da hinten. Okay, hier könnte ich hoch. Was hier? Bin ich, damit ich da hochkomme, oder? Oh. Ich stehe. Ich mal bitte. Kommt der jetzt? Was sagt er? Was sagt ihr jetzt? Ich baller dir ins Rein, wenn du jetzt hierher kommst. Mach dich richtig kalt. Aber was bringt mir das, hier zu sein? Das war doch ein Treffer, Leute. Ah, der steht nochmal auf. Ja klar. Da durchschießen? Nee, natürlich nie. Ich Trottel. Sie gehen mehr davon, ne? Sind nur noch Schocki hier. Und der bringt dir ja nichts. Auf, jetzt kommt irgendeiner. Alter, hier ist Niveau. Hast du die Shotty? Ja. Trau dir nicht. Die kommen doch hier immer irgendwo hochgerannt. Wie sie lustig sind. Scheiße. Oh mein Gott. Hallo? Was ist denn du? Können wir dich nochmal irgendwie austricksen? Ah ja. Das ist doch großartig. Ey, das sind da immer... Ach nee, der ist wieder aufgestanden, Leute. Oh mein Gott. Glaub's nicht. Ich habe kurz gedacht, dass der Bolzen mir was gebracht hat. Aber natürlich nie. Aber der sieht nicht nie. Der ist echt ein bisschen dumm. Aber ich sehe jetzt gerade, wenn ich da hinter dieser... Genau. Mach's aber bitte einigermaßen klug. Sonst kommst du da wieder nie runter.
Alter Schwede. Ey, Leute, Leute, Leute. Stimmt wieder in den Blick. Na, da wollte ich ja eigentlich hin. Naja, gehen wir da hin lang. Damit wir wiederum hier mal hingehen. Denn wenn der nämlich jetzt hier kommt, hoffe ich, dass der dahin mich nicht sieht. Oh, nee. Klappt einmal näher. Pierschuss, Schoddy, ne? Muss jetzt alles sitzen. Ich verballer hier jeden Bums. Glaub's ja nicht, Besser. Oh Mann, ey. Warum bin ich denn auch hier reingegangen? War richtig dumm gewesen. Wäre halt geil, wenn ich wenigstens einmal irgendwie noch so bekomme. Gehst du dahinter? Naja, das habe ich mir alles schon gedacht. Chat, ich weiß halt einmal nie, wann ich loslaufen soll. Und hier sieht er mich natürlich, weil er jetzt auf die Seite guckt. Oh ja, ich weiß doch. Shit. Ach, verdammt. Oh, nee. Jetzt müssen wir... Ich kann, will nicht mehr. Oh, Alter. Das war ja krass. Das war richtig heftig, wie der mir jetzt ins ausgewischt hat. Oh, ja. Ciao, Leute. Ich bin weg. Jetzt kriege ich die ja hier irgendwie rein. Ausdauer aus der Hölle. Wenn du jetzt kommst, mein Freund, komm hierher. Komm her. Hä? Ach so, ich bin so dumm. Das muss doch anders gemacht. Nein! Jetzt nimmt er wieder die Waffe. Nee. Ich dreh so durch. Ja, was habe ich natürlich gemacht, Leute? Ich habe dieses dumme Fass schon umgekippt. Und deswegen war natürlich ich mich noch vor dem erschrocken. Geil. Und natürlich habe ich mir deswegen selber jetzt das eingelegt. Ich wollte das jetzt zum Explodieren bringen. Aber ich hätte ja auf den Boden schießen müssen, Leute. Klar. Das war natürlich absolut dämlich, gebe ich auch wirklich gerne zu. Aber wie soll man meinen Kopf erklären in dieser Situation? Ja, ich mache irgendwas, was mir in dem Moment richtig erscheint, aber ich ärgere mich. Hatten wir nie vor uns noch Muni gefunden? Oh, ich will am liebsten hier raus, ey. Ist echt nicht mehr cool hier. Wirklich nie. Wie sieht es mit dem Bolzen jetzt aus?
Und ich traue mich halt nie, diese Angriffe mehr zu machen. Weil eigentlich immer nur schief geht. Was ist mit dir zum Beispiel? Das kriegen wir doch bestimmt irgendwie. Weil du uns doch immer so scheiße darüber. Guck da wieder. Die Alte ist natürlich auch dort. Und da ist natürlich jetzt ein Fass, Leute. Könnte ich jetzt benutzen? Mache ich aber nie. Höchstens in der Panikgeschichte. Gott. Bitte. Oh, wenigstens einmal. Danke. Bin jetzt gleich wieder weg. Die Alte kommt da jetzt gleich wieder. Okay, einer ist weg. Und die lacht sich da jetzt ins. Und ihr geht mir aber anscheinend nicht auf den Sack. Okay. Wie die mich hier? Da nie. Komm, 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 komm. Und? Ja. Oh, 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 oh. Scheiße, war das knapp. Das war richtig knapp. Müssen wir nicht drüber reden, wie knapp das war. Oh. Ja, aber ich habe jetzt mal nicht so lange gezögert. Aber jetzt kommt... Einer müsste jetzt aber hier eigentlich langkommen. Wenn ich mich recht erinnere. Hier ist doch immer einer. Okay, der ist jetzt tot. Geh bitte. Da. Okay. Na, das war so klar. In einen muss ich da jetzt mal kriegen, Leute. Das könnt ihr mir da nie erzählen. Ah, ja. Ist dieser Platz jetzt aufgeräumt? Bitte. Da ist er. Ach, verdammt. Okay, keiner mehr drinne? Glaube ich euch nicht. Okay. Pistolenmuni. Wunderbar. Oh, Gottes Willen, er. Witzig, er. Jetzt kann ich hier endlich mal rumlunzen. Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Okay, Leute. Okay. Hier ist noch was.
Kommst du auch hier auf den LKW drauf? Vielleicht ist da ja auch nochmal was. Gott, auf wie viele Arten hätte man das machen können, ne? Aber ja. Alles noch nicht so im Fleisch und Blut übergegangen, ja, die Nummer. Okay, hier ist jetzt wieder. Wie soll ich Vorräte besorgen, wenn jedes Lager von. Scheiße. Wie soll ich Vorräte besorgen, ja, wenn jedes Lager von diesen Dingern überrannt ist? Das ist ja halt da hinten. Sollte genügen. Da kommt ihr nicht raus, ihr Wichser. Jedes Lager. Genau. Vorräte besorgen. Ja. Ist recht. Okay, ja. Also, hier komme ich nie rein im Moment. Die Frage ist, komme ich über die Treppe hier rein? Nee, ne? Okay, da muss ich von drin halt rein. Und da weiß ich jetzt im Moment noch nicht so hundertprozentig, wie das gehen soll. Axthammer, sehr schön. Ich habe auch. Jetzt das Spiel, Leute. Aber ich habe jetzt definitiv ein bisschen Geld zusammen. Also bei der nächsten Aktion kann ich dann mal schön. Ja, natürlich. Hier in dem LKW sind natürlich Zombos. Seid ihr hier drin wahrscheinlich, oder? Ja. Aufhauen. Okay. Noch einmal. Okay, das Spiel denkt sich so, müssen wir jetzt mal was Gutes tun. Ja, ich wollte schon sagen, es ist mir richtig unangenehm. Okay. Ja, ich habe das verstanden, Spiel. Ich gehe auch rein jetzt. Ach so. Hier komme ich gar nicht rein. Tragisch. Ich sitze doch nochmal bei dem Zug hin. Mach erstmal das hier auf am besten. Okay, und jetzt gucken wir mal, wo das sein soll. Hier drin. Okay, verstehe. So gefällt es mir gar nicht. Sag mal, da hinten? Zug. Okay, ich denke mal, das Haus geht ja nie auf hier, ne? Also da kam ich nie rein in das Haus. Ach, die Scheiße. Schon wieder die nächste Zombie-Hölle. Was war das? Das sind hier diese komische Schleierfrau. Die alles so kalt macht. Wisst schon, die vom letzten Mal. Ist der jetzt ihre Mission? Die jemand? Ich sehe sie nämlich näher. Die ist hier irgendwo, oder?
Wieso ist hier kein Gegner, Leute? Oh, ich wirklich überhaupt nie. Kann ich mir nicht vorstellen, dass das so ist. Voll die Verarsche hier. Muss doch 100 pro jetzt hier rein, oder? Oh, nee. Shit. Da ist er doch. Alter. Ist er gerade gesehen? Scheiße. Wie sind die jetzt da? Geht die auch wieder? Fällt mir überhaupt nicht. Die jetzt hier rumschleiert, obwohl die ja eigentlich nicht so schnell ist, ne? Aber ich komme hier ja nie rein, Leute. Wenn ich das richtig sehe. Okay, ja. Das ist natürlich doof jetzt. Ich hätte auch von der Seite schon reingemusst. Und hier kommst du wirklich nie rein? Na nee, es sind ja diese Kisten. Wie du? Okay, klettern? Willst du hochklettern? Hier oder was? Okay, du bist jetzt auf den Autoreifen geklebert. Kleppert vor allen Dingen. Ist natürlich richtig gut gemacht. Und wieso komme ich hier nie rein, Leute? Wir sehen doch alle, dass hier was ist. Dorf. Geschlossen. Nee, hier kommst du auch nie lang. Okay, jetzt hat es oft gehört. Ist ja wie so ein Event jetzt wieder, ne? Aber ganz ehrlich, Leute, ich habe jetzt erstmal genug Events hier gehabt. Dann mach mal den Schleicher, bitte. Vielleicht kommt die jetzt noch einmal. Wie sieht's denn aus mit... Okay. Oh, nee, nee, nee. Was hast du denn jetzt gemacht? Mach das mal so wieder. Genau. So wie wir es gewohnt sind. Okay. Geh mal raus. Denn ich wollte da jetzt eigentlich mal... Genau. Für den Fall der Fälle. Ja, das ist, sieht mir ehrlich gesagt ganz nah eine Falle aus hier, Leute. Aber sowas von. Scheiße. Kannst du hier hoch? Okay, aber du kannst das aufmachen. Jetzt bin ich in der Kiste drin. Das hat, glaube ich, noch keiner geschafft. Würde ich jetzt mal behaupten. Ich habe auch noch eine Axt, Leute. Okay. Wie hoch? Ja. Sehr schön. Ja, von den Dingern überrannt. Was für mich jetzt natürlich der Hinweis ist, hier geht jetzt richtig Party klar ab, Leute. Ich brauche das dringender als du, Kumpel.
Okay, es geht los. Ja, natürlich. Hau ab. Hat er mich natürlich verletzt, die Sau, ne? Tschüss. Eine Feuerwaffe mit Laseroptik. Das ist ja großartig. Alter, wenn ich nur Schuss hätte. Dafür. Diese Schweine, ey. Das wundert mich, dass ich die hier nie angelockt habe. Also wirklich jetzt. Kann ich mir auch gar nicht vorstellen, dass es so ist. Genial. Okay. Kommst du nie rein? Okay. Okay. Wo ist mit dir, mein Freund? So, wollen wir die da gleich mal ausrüsten? Die neue Waffe. Wo ist denn die hier? Waffentyp wechseln. Nee, ich will ja die andere. Genau, die mal jetzt auf die 1. Was ich mich jetzt natürlich frage, war jetzt meine ganze Aufwertung wahrscheinlich dann umsonst, ne? Was die Handfeuerwaffe betrifft. Natürlich super schade. Okay. Jetzt eigentlich nur gerne einen kleinen Speicherpunkt wieder mit euch haben. Okay. Das klingt mir nicht so witzig gerade. Mach mal hier den Schleicher, bitte. Hier scheint irgendjemand Neues zu sein. Okay. Ah ja, ich gehe da hin auf dem Hof. Diese neue Kreatur. Aber würde ich mit euch dann beim nächsten Mal machen. Denn wir müssen ja sowieso in diese Richtung. Wächst. Lilly und so. Okay, hier kommst du anscheinend ohne rein. Hinterm Haus ist es natürlich wieder ein Zombo. Ja, ich würde halt wirklich super gerne mal aufleveln. Das wäre eigentlich so der absolute Traum. Mobius. Nee. Könnt ihr jetzt halt auf dem Dach sein? Ich weiß nicht, wo der ist. Ich kann es nicht so richtig orten. Oder er ist halt. Er ist halt auf dem am Dach, ne?
Hier. Oh, nee. Besser. Achso. Okay, jetzt habe ich zusätzlich noch die Axt verballert. Scheiße. Richtig scheiße. Und warum, ich würde halt so gerne auch die Türen hinter mir zumachen können. Leute, ich hab's aber irgendwie hingekriegt. Alter. Doch diese komische Schleierfrau, oder? Oh, ich glaube, da hinten ist ein Speicherpunkt, Leute. Gar nicht lange fackeln. Ja! Oh, es hat sich wieder gelohnt. Okay, ich speichere jetzt sofort ab, Leute. Alter Schwede, was war denn das bitte für eine Runde, ey? Hammer. Hammer. Bin richtig aufgeregt gerade. Okay, Leute, ich habe gespeichert. Wir machen das Prozedere mit Off-Level beim nächsten Mal. Für heute würde ich mich erstmal verabschieden. Und ja, ich freue mich trotzdem auf die nächste Folge. Und draußen liegen ja noch ganz viele Zombies. Die werden auch in irgendeiner Lage wieder aufstehen. Ich habe natürlich immer noch nie das Signal von Lilly. Ich habe das Präzisionsgewehr immer noch nicht die Teile gefunden, um das zu reparieren. Dafür aber viele Vorräte gefunden, jetzt wohl, ohne jetzt groß den Kommunikator zu verwenden. Da steht noch eine Menge an, Leute. Und deswegen sage ich bis bald. Macht's gut.